Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Trucking-Fans, herzlich willkommen hier bei Nickfrei Zockt und einem weiteren Tutorial zum ETS2. Es geht ums Tuning und Aufrüsten eures LKWs und was macht denn eigentlich Sinn? So, wir hatten uns zum Thema Schwertransporte und so, wie viel Tonnen kann ich ziehen und so beschäftigt. Im letzten Mal, hier mit den Achsen haben wir drüber geredet, was ist da am besten. Hier haben wir momentan mit den Motoren unterschiedliche PS-Versionen. Ihr seht, ich bin da noch nicht ausgelevelt. Ihr startet mit einem 420 PS Motor und der ist super für Standard gut. Nicht so gut für Schwergut, nicht so gut für Steigungen. Und der Rest ist, also Wendigkeit und Unebenheit interessieren den Motor nicht. Der Motor ist nur für Weite. Und also wie weit kann ich was fahren, wie gut kann ich was ziehen und wie gut komme ich einen Berg hoch. So, und wenn ich dann hier hochgehe, sehen wir, wir gewinnen in Berg hoch, wir gewinnen in Schwergut, wir gewinnen in Berg hoch, wir verlieren ein bisschen bei Standardgut. Und wenn ich dann hier so durchgehe, je mehr PS ich habe, umso besser kann ich Schwergut ziehen, umso besser komme ich einen Berg hoch. Umso schlechter ist Standardgut. So, wenn ich jetzt auf den neuesten Motor hochgehen würde, hätten wir Schwergut verbessert, hätten wir Steigungen verbessert und hätten ein bisschen Standardgut verloren. Aber das ist minimal. Das heißt, hier die PS sind für, wie gut ziehe ich Dinge, die schwer sind und wie gut ziehe ich einen Berg hoch. So, und dann haben wir sowas, das nennt sich Getriebe. Und jetzt wird es kompliziert. Mit dem Getriebe startet ihr. Es wird schon angezeigt, Schwergut ist nicht so gut, Steigung kommt ihr nicht so gut hoch. Doch, warum? Am besten gucken wir hier neben. Da haben wir nämlich immer die gleichen Daten stehen. Egal, was hier drunter steht mit Drehmomenten und so weiter, haben wir hier immer die gleichen Daten stehen. So. Die Übersetzung vom ersten Gang ist hier 14,94. Was bedeutet das? Ihr habt ein Zahnrad Größe 1, was auf dem Zahnrad Größe 14,94 geht. Das heißt, das ist größer. Das heißt, wenn sich das erste Zahnrad am Motor einmal dreht, nein, andersrum. Wenn sich das große Zahnrad einmal dreht, hat sich das kleine Zahnrad, glaube ich, dann 14,94 mal gedreht. So merke ich es mir. Ob es stimmt, keine Ahnung. Also mit anderen Worten, die Übersetzung ist so, ein schneller Motor dreht ganz langsam die Räder. Und das ganz langsam Drehen ist Kraft. Ihr kennt das vom Fahrrad. Wenn ihr anfahren wollt, habt ihr vorne, oder wenn ihr einen Berg hochfahren wollt, habt ihr vorne ein kleines Ritzel und hinten ein großes Ritzel. Ihr tretet vorne wie wild rein und das Fahrrad schiebt sich langsam einen Berg hoch. Wenn ihr aber auf einer Geraden seid oder bergab fahrt, dann legt ihr vorne ein großes Ritzel auf, dass ihr ganz langsam treten könnt und habt hinten ein kleines Ritzel, dass ihr ganz schnell fahrt. Das ist die Überlegung daraus. Das heißt, ihr habt hier ein ganz großes Ritzel und könnt Gewicht anziehen und den Berg hochfahren. Das hier ist ein kleines Ritzel, das heißt, das ist sozusagen die Endspeed. Ihr müsst den Motor nicht mehr so hoch drehen und habt trotzdem eure, keine Ahnung, 100 km drauf. 140, 150, keine Ahnung. Wir tunen ja hier nicht, um Rennen zu fahren, wir tunen ja, um Fracht zu ziehen. Das ist ja ein großer Unterschied. So, wenn ich jetzt also das hier einbaue, sehen wir, wie Schwergut zurückgeht, Steigung zurückgeht. Aber die Reichweite, also sprich Standardgut, steigt. Warum? Wir haben hier ein kleineres Ritzel drauf, wie hier oben. Haben den Vorteil, dass wir somit höhere Geschwindigkeiten erreichen können und auch ein bisschen besser beschleunigen können. Aber wir tun uns schwer, schwere Fracht in Gang zu setzen. So, außerdem haben wir hier auch im Final Drive
einen längeren Final Drive, um das auszugleichen, also die Übersetzung Differential. Die ist größer als hier, um eben das auszugleichen, dass wir trotzdem Gewicht anziehen können. Weil das ist, der Final Drive ist halt nochmal die Übersetzung. Wenn wir hier einen Motor haben, geht ja eine Achswelle hier hinter, also eine Antriebswelle hier hinter, auf ein Differential, was das Ganze umlegt auf die Querachse, um die Räder anzutreiben. Ja, und da ist ja auch eine Übersetzung drin. Und das ist die Übersetzung vom Differential, also sprich der Final Drive. Je größer das ist, umso mehr ist es dafür abgestimmt, Gewicht zu transportieren als Beschleunigung. Das heißt, das Ding beschleunigt zwar besser von hier unten raus, aber ist halt, was den Final Drive angeht, dann doch wieder auf Schwerlast getrimmt. Wir verlieren oder wir gewinnen, so rum, wir gewinnen Reichweite, weil wir mit geringer Drehzahl hohe Geschwindigkeiten erreichen können. Also wir sind hier in niedrigeren Drehungen für 100 km/h wie hier, sparen somit Sprit, können aber auch weniger schwere Sachen damit anziehen. So, jetzt kommen wir zu den allseits beliebten Sechsganggetrieben, von denen ich im Internet immer wieder lese, wie geil die sind. Ja, die sind geil. Der geht ab wie Schmidts Katze, wenn er keine Fracht dranhängen hat. Der erreicht Topspeeds, die sind Wahnsinn. Aber ihr seht schon, dass hier hinten eine ganz große Übersetzung drin ist im Differential, dass er überhaupt irgendwie Gewicht anziehen kann. Die Übersetzung im ersten Gang ist relativ kleines Ritzel. Dafür haben wir hinten ein relativ ganz kleines Ritzel. Also mit anderen Worten, wir haben hier nicht eine 1:1 Übersetzung vom Motor, sondern das Ding, du kannst mit, man kann sagen, es ist ein absoluter Spritspargang. Der macht Topspeed, der macht niedrige Drehzahl, um Sprit zu sparen. Aber der zieht kein Butterbrot vom Tisch. Ja, das Ding ist, wenn alles schon in Bewegung ist, kannst du da drin Sprit sparen. Deshalb kommst du auch Steigungen so schlecht hoch mit dem hier. Der hat nämlich keine wirkliche Steigungskapazität. Das heißt, solange es flach ist, kannst du damit alles super gut fahren. Sobald es in den Berg geht, und dann fährst du damit 5-6 km/h hoch, so nach dem Motto. Da sind wir dann bei was Interessantem. Das ist nämlich ein Schwergutgetriebe. Da siehst du direkt daran, dass wir erstens 12+2 Gänge haben, also 14. Dann haben wir hier das Ratio, also sprich ein ganz großes Ritzel, 32, anstatt hier oben die 14. Das ist sehr viel größer. Deshalb auch der Unterschied von hier. Also das hier ist, glaube ich, Schwergut. So, und das hier ist mehr Schwergut. Warum? Ganz großes Ritzel hier mit einem Overdrive, um Sprit zu sparen, mit einem ganz großen Ritzel da hinten. Also 3,4 Ratio hinten ist ja, guck mal, hier haben wir ein Differential von 2,6, hier haben wir ein Differential von 3,0 und hier haben wir eins von 3,4. Das heißt, wir sind hier vorne groß, wir sind hier hinten groß, das Ding beschleunigt, lass mal langsam loslaufen. Aber dafür zieht es das Schwergut an. Das hat Kraft. So, was ich momentan verbaut habe, ist das Ding. Warum? Keine Ahnung. Ich wollte vorne ein großes Ritzel, was ich habe, mit 14, noch was. Ich wollte hinten ein einigermaßen großes, was ich habe. Ich wollte kein Overdrive, kein Spritspargang, weil, keine Ahnung, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das war das Größte, was es gab. Interessanter wäre es wahrscheinlich, das hier einzubauen, ist ja, glaube ich, auch eins, was wirklich draußen verbaut wird. Also man kann den wohl so bestellen. Fabrikteil. Ich weiß gar nicht, was Fabrikteil heißt. Aber es macht den Anschein, dass das wirklich draußen unterwegs ist. Es hat halt den Vorteil. Du hast einen hohen Final Drive. Du hast einigermaßen Anzug, wenn er leer ist. Und du hast einen Spritspargang. Man merkt aber auch direkt den Unterschied. Wir gewinnen
an Reichweite in Standardgut. Und wir verlieren Wehrtransport. Und wir verlieren Steigung. Er hat nicht so die Kraft. Der ist auf Spritsparen und lange Entfernungen ausgelegt. So, und dann kommen wir hier zu einem absoluten Liebling. ja. Wenn Leute Sechsganggetriebe fahren. Was soll ich sagen? Also das Teil ist halt auch Spritsparen oben raus, unten raus nicht ganz auf Beschleunigung getrimmt. Durchs Final Drive kriegt er ein bisschen Torque rein, also kann ein bisschen Gewicht ziehen, ist aber nicht das typische Schwergut. Also wenn ich den einbaue und den gegen den tausche, mag ich den Unterschied im Berg rabiat. Da geht es dann wieder runter auf ganz, ganz niedrige Geschwindigkeiten. Das hier ist das Powerpaket für Schwerguttransporter. Damit kommst du mit Gewichten die Berge hoch. Wie, mit welcher Geschwindigkeit, völlig egal, er zieht sie aber hoch. Wir haben massive Wendigkeit. Wir können massiv Schwergut transportieren. Wir können sogar Standardgut transportieren und haben Unebenheiten drin. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich den nehmen soll für das normale Fahren. Weil wir verlieren in der Entfernung, verlieren wir kaum. Wir gewinnen aber in Steigung, wir gewinnen mit Schwergut, wir gewinnen mit unebenem Gelände. Also das Ding ist für mich definitiv ein Wahnsinnsgewinn. Übersetzung, also Spritsparen hat er hinten raus, deshalb ist er wahrscheinlich gut im Standard, also im Standardgut. Schwergut kann er anziehen von unten raus und der Final Drive ist ziemlich lang. Das Ding ist ein Kraftpaket. So, das heißt, mit anderen Worten, hier hohe PS verbaut. Hier ein gutes Getriebe verbaut und ihr kommt hier an. Also ihr habt keine Probleme mehr, Berge hochzukommen mit eurem Laster. Der wird nicht mehr langsam, wenn ihr in die Steigung kommt. Macht euch mal Gedanken, wenn ihr hiermit kaum Berg hochkommt. Vielleicht ist das Ding doch besser mit 14 Gängen. Ja, das sind so die Überlegungen, die man so haben kann. Also sprich, vorne großes Ritzel, hinten ganz angenehm, hinten ganz kleines Ritzel. Das heißt, ganz wenig Kraft muss aufgewendet werden oder ganz wenig Umdrehungen müssen aufgewendet werden, damit das Ding schnell fährt. Hinten raus, also Spritspargang. Ich kann ja eh immer nur 100 oder 90 oder 80 fahren. Also das hier ist praktisch Spritspargang für niedrige Umdrehungen im höchsten Gang. Das hier ist das Powerpaket, was es Schwergut hochzieht, das große Ritzel. Dann haben wir ein Final Drive, großes Ritzel, was gut ist für Schwergut. Dann haben wir die PS, die bringt er hier auf die Straße und dann hat er 14 Gänge und kann dann so ordentlich hochschalten und kann das alles nutzen und deshalb kommt auch die Steigung gut hoch. Das ist definitiv ein Monstergetriebe. Und da sollte man sich halt echt mal Gedanken machen, ja. Also, bevor ich hier aufs Bessere schalte, sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, mit was komme ich denn besser den Berg hoch? Und bevor ich dann wieder aufs Bessere schalte, wo ich dann gar nicht mehr den Berg hochkomme, ich glaube, das hier fährt mal so lange, bis dann sowas hier kommt. Und das fährst du dann so lange. Da kann man sich dann schon streiten. Ja? Ich habe jetzt das hier verbaut, aufgrund der Tatsache, dass ich ja nicht auf Schwergut gehe. Ich fahre komischerweise trotzdem sehr viel Schwergut, aber ich bin nicht drauf gegangen, was ein LKW angeht. Ich glaube, ich nehme in Zukunft das hier, weil einfach am besten. Es ist einfach am flexibelsten. Es kriegt die gleiche Laufleistung hin wie meins, was ich habe, von der Länge. Es kann besser Schwergut, es kann besser Steigung, es kann besser Wendigkeit, es kann besser Unebenheiten. Ja, da machen wir keinen Fehler, wenn wir das Beste nehmen, was uns angeboten wird. Kostet 3000 mehr, ist jetzt auch nicht die Welt. Es sind ja nicht die Preise wie hier bei den Motoren. Aber gut, da kostet Kraft halt entsprechend Geld. Und es ist vor allem nicht der Preis von diesen Achsen. Wenn ich mal überlege hier. Du hast hier 25.000, du hast hier 85.000, das sind 60.000 Unterschied. Dafür, dass du beschissen an Parklücken kommst.
Also, es muss dann schon einen Grund haben, warum du so eine Achse verbaust. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Video mache. Es wird nirgendwo im Internet wirklich dargelegt, was der Grund ist, warum ihr irgendetwas aufwerten solltet und wie. Und ich habe verzweifelt gesucht, nichts gefunden, habe ich gesagt, mal selber mal ein Tutorial. 10 Jahre nachdem der ETS released wurde. Ich bin an der Stelle raus, hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht. Könnt euch in Zukunft euren geeigneten Truck dafür bauen, was ihr fahren wollt. Und deshalb sage ich ganz einfach mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und wir sehen uns im Livestream wieder, wo ich auch ETS fahre. Unter anderem. Bin ja Multigamer. Fahre nicht nur ETS, fahre auch ATS, fahre auch, spiele eventuell auch irgendwann mal wieder Landwirtschaftssimulator. Spiele eventuell auch irgendwann mal wieder eine Wirtschaftssimulation oder Starfield oder irgendwas anderes. Also bei mir kann man das nicht sagen, von wegen kommt rein, ich fahre nur LKW. Ne? Deshalb habe ich auch ein relativ niedriges Level. Deshalb bin ich jetzt im Aufwerten von meinem LKW, weil es ein neuer Spielstand ist. Und weil ich eben jahrelang nicht gefahren bin und meine Spielstände leider geschrottet wurden oder verloren habe in Rechneraufrüstungen und so weiter. Aber das hat mich mal interessiert und ich wollte es mal festhalten in Tutorials. Erstens für mich, zweitens für alle, die es auch interessiert und die nirgendwo was dazu finden. Außer vielleicht in schriftlicher Form oder in irgendwelchen komischen Foren, die man erst mal finden muss. Und ob das, was die dann dort schreiben, auch wirklich stimmt, ist dann auch wieder so eine Sache. Wie gesagt, ich habe auch irgendwo gelesen, ich fahre nur Sechsganggetriebe, weil das ist, das zieht am schnellsten. Ja, das zieht am schnellsten. Wenn du hinten nicht 27 Tonnen dranhängen hast, dann zieht es am schnellsten. Wenn du 27 Tonnen dran hast, zieht das am schnellsten. Ja, gut. Also, wie gesagt. Macht euch Gedanken, was wollt ihr mit eurem Truck machen? Dann wisst ihr, was ihr einbauen könnt. Jetzt, nach diesem Tutorial. Ich bin raus. Macht's gut. Bye bye.